Können Quantencomputer explodieren? Zum Beispiel, wenn er überhitzt, ein Kurzschluss entsteht oder eine verbotene Aufgabe berechnet wird. Ja, wenn durch 0 geteilt wird. Ja, so mache ich das auch immer. Ich tippe 17 durch 0 in meinen PC und schon explodiert er. Leben am Limit. Das mit dem verbotene Aufgabe rechnen kommt aus sehr alten und schlechten Thrillern. Kein Computer knallt durch, wenn er eine verbotene Aufgabe rechnen soll. Zum ersten Teil. Jedes technische Gerät kann kaputt gehen, auch ein Quantencomputer. Aber warum sollte er explodieren? Ist da irgendetwas Explosives drin? Das kommt doch wieder aus sehr schlechten Filmen, in denen nur Käse dargestellt wird. Wenn überhaupt, dann implodiert er eher, weil die Systeme nahezu luftleer sind, um sie entsprechend kühlen zu können. Dazu muss dann aber ein wenig mehr passieren als nur ein Kurzschluss. Und wenn er innen überhitzt, dann rechnet er halt einfach nicht mehr. Das Ding ist im Grunde ein überdimensionaler Kühlschrank, der das Innere aber auf ein paar Millikelvin, also etwa minus 273 Grad Celsius, abkühlt, damit man den Zustand der Qubits messen kann. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass doch gerne ein Abo und ein Like da. Außerdem kannst du hier noch weitere Videos angucken.